Jo, Abo, wo bleibst du? Wir sind hier beim Fantreffen, du bist nicht da. Was laberst du? Ich stehe genau hier. Also Breitenbeck, Und? Sieht cool aus. Ist gut? Voila, sieht cool aus. Du bist richtig schnell mit der Brille, ne? Oha, das sieht gar nicht so scheiße aus. Ja? Das sieht richtig scheiße aus. Ey, ich sag dir. Du kannst dieses, ich sehe das Fleisch schon, du kannst es gar nicht mit uns Norddeutschland vergleichen. Ich habe das Gefühl, bei uns in Norddeutschland, du isst das Fleisch, du merkst einfach, dass es einfach nur zusammengesetzte Pampe ist. Das sind richtige Fleischstückchen, Mann. Das ist so, ich glaube, das wird der beste Döner, den ich bis jetzt gegessen habe. Bis jetzt ist der beste Döner, den ich gegessen habe, massivs Babas Döner gewesen. Also ich würde sagen, 6 von 10 der Döner. 4 von 10. Und du, sag ehrlich? Oder jetzt im Nachhinein sage ich auch so 6 von 10. Das, wir müssen auch verstehen, es ist 31 Grad. Die Mayo, man hat die rausgemacht, die kam schon richtig flüssig raus. Also kann auch sein, dass es deswegen ist. Ach so, Mayo ist ja normalerweise fest, ne? Ja, Mayo ist fest. Nein, er hat schon recht, wegen Wetterblock. Ah. Oh, und er dachte, er hat jetzt den richtigen Pfeil. Junge, meine Hand. Ja, komm. So, wir gehen jetzt los zu Gammes. Hier wird, ich geh weg von euch. Zu 100%, zu 1.000.000%. So, schon die Essen. Roat kann hier nicht vernünftig rumlaufen, er wird permanent erkannt, der Arme. Was ein Wunder, wir sind auf der Gamescom und man erkennt Roat. Aber er hat eine Maske mitgenommen, damit ihn niemand erkennt, wo seine Locken einfach 10 Kilometer rausgucken, so. Da frage ich mich, ob das wirklich so schlau im Leben war, wie Roat immer sagt. Guck mal jetzt! Lass ihn mal alleine, geh mal ein bisschen weiter nach hinten. Aber jetzt. Gut, hat Breitenbeck heute die Toilette verstopft. Ey, respektlos, wie das aussieht, ne? Breitenbeck, halt mal nur kurz fest für Bild. Ich werde das nie wieder nehmen. Ey, warum soll ich die ganze Zeit... Was ergibt das für einen Sinn, du bist da schon wieder? Ich will das nicht mehr. Ey, war das komisch, ja. Was? Was machst du da? Ich werde das doch nicht weg, das ist ein Lebensmittel. Es gibt Länder, da haben die Menschen kein Essen, kein Trinken, kein Rolex. Was soll die Scheiße? Roat, dein Zwillingsbruder. Was geht da? Kannst du gerade Kamera gucken? Boah, Roat! Was ist das hier für Qual in der Halle? Was ist das hier für Qual in der Halle? Warst du das? Schrei nicht! Warst du das? Roat, welcher YouTuber war das nochmal? Kein YouTuber. Ah, kein YouTuber. Nee, kein YouTuber. Chef Strobel ist das. Oh, das ist von mir, Chef Strobel. Lass mal hier warten. Ne, Walla, ist er da? Nee, ich hab's nur, kann er mitmachen. Ja. Nee, ich bin kein YouTuber. Auf einmal ist er bei mir, Digga, der ist da unten. Das war gerade auf der Rolltreppe. Krank. Wie geht's dir? Alles gut, bei dir? Auch, ich war ein bisschen voll hier und warm und so. Ja, aber draußen war noch schlimm. Draußen kannst du gar nicht rausgehen. Ja, ja, ist krass. Digga, wo bin ich hier gelandet? Wo macht der gerade ein Interview? Deswegen bin ich gerade den kompletten Weg zurückgelaufen wegen diesem Interview. Catch the white ball. Hold. Put it here. So, white, 1 point. Pink, 10 points. Come on, can I make... No. Yeah. Well, I became passive card. You get 5, you know. Alter 4? Das sieht aus wie Alter 4, ne? Nein, das ist von dieser Anime-Serie mit Goblin Ogre. Slayer. Goblin Slayer, sag ich doch, Digga. Die haben keine Ahnung. Ah, Amateure. Ja, ach du Scheiße. Ja, der ist. Ja. Guck mal, Schlüsselbein ist so, auf der linken Seite ist meins so. Ja. Und das ist hier so. Ja, aber das ist erstmal nicht schlimm. Richtig schmerzhaft. Hast du dolle Schmerzen? Digga, das ist 100, also 100, das ist Stufe 5. Ja, es geht ja ich glaube, 10. Nein, 6. Stell dir mal vor, ich sehe. Ja, es muss schon komplett gemacht werden. Rausziehen? Vielleicht können wir den wieder richtig ziehen. Den Arm. Mach mal nochmal deinen Arm auf meine Schulter. Nein. Ja, dann sei leise. Wir machen mal die Ringergriffe, Digga. Wir stehen hier an der Schlange an. Da wusste ich noch nicht, wie teuer diese Bubble Tea sind. Okay, ich mach erstmal das erste kurz, sorry. Ich kann fragen, ob die mir Eiswürfel im Glas einfach geben, im Becher. Ja. Salam alaikum. Ich hätte gerne ein Tee, Wunder. Warte, Eistee, Mango, Orange, Granatapfel. Nochmal. Wisst ihr, Eistee, Mango, Orange plus Granatapfel. Ja. Kann man auch nur Eiswürfel im Becher nehmen? Oder kosten die auch 8 Euro dann? Wow, shut up. 8 Euro. Für Eiswürfel. Das ist meine Miete. Ah, Inflation, ich hab vergessen. Also nur für Verständnis. Die Sorten möchte ich Himbeere, Apfel, Mango, Blaubeere, Litschi, Zitrone, Apfel, Kiwi, Erdbeer, Maracuja. Also einfach alles, was du hast. Bestellen das viele, so wie ich gerade? Jeder zweite. Guck dir das an.
Ich habe alle Sorten vom Bubble Tea und alle Sorten von den Kugeln. Hat noch niemand bestellt, ich bin der Erste. Jetzt werden es alle machen. Trendset, ich bin trendy. Genauso wie Korall, oder? Korall ist auch heftig. Also im Allgemeinen schmeckt er überhaupt nicht gut, aber meiner, weil ich dann selber ausgesucht habe, schmeckt gut. Wie schmeckt deiner? Aber der Kuvert wurde unterschätzt. Ich rieche gerade so Currywurst, Digga. Ja, ich auch. Bock drauf, Alter. Ja, ich auch. Nee, gar nicht. Aber sag mal, wie schmeckt? Schmeckt gut. So, 2 von 10. Jetzt, ja. Alles gut? Das ist neue One Piece oder was? Ja. Digga! Scheiße! Viereck und X springen. X! Hör auf, bleib ich noch nicht. Ja, richtig! Kann ich mit dir ein Foto machen? Ja? Ist deine erste Gamescom? Ich war mal 2011 hier. Ja? Ja, ultra lange her. Bevor du Social Media warst? Ja, da war ich schon bei Supertalent. Da hab Breakdance gemacht, aber... Du hast Breakdance gemacht? Jetzt erzähle ich dir was, was du mir nicht glaubst. Ich habe damals, ich war 14 Jahre alt, vor Detlef die Soest, in eine Jury auf Viva Breakdance getanzt. Nein. Ich schwör's dir. Nein. Ich schwör's dir. Wirklich? Ja, ja, 100%. Wir hatten Tanz. Oder erst B-Boy oder was? Ja. Und hör zu, ich hatte damals ein T-Shirt. Ich habe von den Jurys Unterschrift genommen. Später habe ich das Detlef in die Hand gegeben und er nimmt das und er wischt sich seinen Schweiß damit ab. Und er dachte, ich reiche ihm ein Handtuch. Ich werde das niemals vergessen. Das ist doch richtig, oder nicht? Wie war sein Name? Reitenbach. Bach, danke schön. Das ist mein neuer Name. Ich ändere meinen Kanal um. Ah, das ist Hähnchen. Halal? Halal? Ja. Wie Halal? Echt jetzt? Sag doch nicht einfach, sag einfach ja. Kann ich das probieren? Ja. Vegetarisch? Ja. Sicher? Vegetarisch oder auch nur einmal ja? Ja, vegetarisch. Okay. Also kann ich den einmal so nehmen und probieren? Ja. Boah. Schmeckt doch vegan. Entschuldigung, kann man ein Foto machen? Ah ja, schön. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, Mann. Ja? Cool, dass du hier bist. Safe, ne? Gönn dir alles, ne? Alles for free. Ja, ich hab leider mein Auto weit weggeparkt. Was geht? Alles klar? Ja, bei dir? Sehen, ja, gleich mal. Immer am Strahlen, Digga. Du doch auch. Ich kann nur strahlen. Ich will jetzt rein, aber ich will ihn mitnehmen. Ah, du warst noch nicht dran. Ich hab vorhin einmal noch kurz. Nee, ich hab Creator Band, ich meine plus 1. Ich auch, die nerven so heftig, Digga. Digga, die nerven, als wäre er irgendwie Gold. Bruder, er sagt einfach zu mir, wenn du nochmal fragst, ich nehme dir das weg. Wer? Ja, die da vorne. Lass ihn aufs Maul hauen. 13 damals Fastlife, vor 1,5 Jahren war das, vor 18 Monaten, heute da, wo er steht, Bruder. Das ist geisteskrank und das ist eigentlich für jeden Einzelnen die Motivation, immer Gas geben, Bruder. Es ist nie zu spät. Ciao, Ricker. Hey, Wort, meine Mutter wollte ein Foto von dir haben. Können wir ein Foto machen? Wallah, sogar er hat das an seine Mutter geschickt. Abends in mein Omme reingegangen, da habe ich abends Omme und mit Leuten ein bisschen geredet, mit den Jungs im Discord. Und da habe ich Noah getroffen. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde oder 40 Minuten geredet, ne? Ja, schon lange. Da hat er noch 180.000 bei TikTok und ich wusste das auch gar nicht. Wir hatten einen richtig geilen Talk gehabt. Jetzt hat er schon fast 1 Million. Ist richtig gewachsen und wir haben so einen geilen Talk gehabt. Wir haben über alles geredet, über Religion, über alles haben wir geredet. Yeah. Ne? Der war so sympathisch, also er ist richtig sympathisch. Und heute treffe ich ihn. Mal. Mittlerweile nicht mehr. Ein Vorderlass, meine Freunde, hier. Abo Gogo. Welchen Sender ist das? OKTV, Mainz. OKTV? Mhm. Mainz. Mainz, ja. Das ist deins? Nee, Mainz. Von Mainz. Das heißt, wenn überhaupt von mir. Oder was meinst du? Hören die mich ja, muss ich da hochsprechen? Nee, also mit dir sprechen die. Ja, okay. Hallo. 10.000 Euro, sag mal jetzt. Ich weiß nicht, was wichtiger ist. 10.000 Euro oder Rohr? Lass mich mal gucken. Verpiss dich, Digga. Boah, ich sag dir, ich würde genommen. Ich würde niemals anfassen lassen, Bruder. Toll, die Karten am Ende des Tages sind weg. Und ich soll nicht sagen, wer die hat. Wow! Er kommt rein für die Disziplin, er twerkt sogar rot. 2 Stunden geschlafen. Jetzt sind wir hier rausgegangen. Ich dachte, hier draußen wird es besser, die Luft ist noch stickiger. Ich bin komplett tot, meine Beine tun übertrieben weh. Ich war heute Mariah Carey oder wie sie heißt. Fotos ohne Ende gemacht, ich kann nicht mehr, Digga. Oh Mann, Digga, Rohat, Mann, ich, Bruder, ich kipp gleich um, bitte, hast du Wasser? Warte, was wolltest du gerade damit sagen? Warum hast du auch dazu reden? Weißt du, dass das übel funny wäre? Wenn ich jetzt die Kamera in die Hand nehmen würde und einfach dir so ein Ding ziehen würde. So lustig war das jetzt nicht.
Wie war deine Nacht gestern? Erzähl mal. Schlimmste Nacht meines Lebens. Ja, ja, Wallah, ich hab so im Schlaf sage, warum fährst du die Matratze an? Ich nehme mir so Digga Breitenberg, der sich vor allem ekelt, nimmt diese Matratze, wo ich mir denke, Bro, die hat ohne Überzug, ohne nix, Digga. Tio Morgens hat mir geschrieben, Digga, ich muss zu dir in ein Hotel kommen, kann ich bei dir schlafen? Ich bin so in meinem Hotel, ich bin am Kacken. Guck so Stream währenddessen Aiden Ross, ne, weil er morgens online war. Ich guck, auf einmal, ich höre so eine Tür, ich bin am Kacken, mein Licht geht aus. Einer hat von außen mein Licht ausgemacht. Das war einfach Putzfrau. Digga, sie macht so Dings, alles sauber, dies, das. So, weißt du, währenddessen ich am Scheißen bin. Dein Zimmer? Ja, ich geh raus, Zimmer komplett sauber. Seht ihr das? Apropos Gewalttätig. Und jetzt, man darf nicht nach hinten ziehen, das bringt nichts, sondern man muss die Ellbogen zusammen machen. Aber... Also wir waren jetzt hier noch bei Medienmarkt auf die Schnelle. Wo sind Breitenberg und Slatko? Erzähl mal, wo sind die anderen? Bei der Gamescom. Die waren einfach zu dumm, um einen Roller zu holen. Erzähl mal, wie Breitenberg diese City-Roller gesucht hat, statt mit der App. Er ist einfach rumgelaufen und hat einen City-Roller gesucht. Die ganze Zeit. Obwohl er die App anmachen kann und dann sagt die App ihm, wo dein Roller steht. Ich muss respektlos kacken, Digga. 14:30 in Köln. Digga, du hast mich 20 Minuten hier warten lassen. Also ich und diese Toilette haben Sparring gemacht auf höchstem Niveau, Digga. Digga, Breitenberg hat mich angerufen auf Klo, wir sollen seine Powerbank nicht leer machen, er braucht die. Ich komme hier raus. Das ist der Code von meinem Freund. Aber also kann ich das trotzdem machen einfach? Von deinem Freund? Ja. War ich schon mal drehen. Ja, ja, aber er geht nicht mehr hier. Ich benutze jetzt seinen Code einfach. Geht das? Ah, geht doch. Eigentlich nicht. Ist es okay? Das ist doch nicht schlimm, oder? Doch. Ist schlimm? Ja. Soll ich, aber ist okay, ja. Ich mach Spaß. Ich hab ja ein bisschen aufgemacht. Hat man gehört. Alla tu una paleria,